Hallo Welt, da laufen wir wieder und ich verhungere. Und Sarah 007, du bist am Strand, sagtest du? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Forest. Ja, der Richie ist am Verhungern und ich bin auf Nahrungsjagd hier. Ich habe ein paar Schildkröten. Ja, ich laufe zum. Ich muss sowieso zum Lager, ich muss mich setzen. Okay, ich hau die Obwohl. hier fertig, dann bringe ich Fleisch. Dann können wir essen. Die Beeren haben ein wenig was gebracht. Ich glaube, ich habe auch irgendwo einen Vogel oder so etwas gefunden. Oh nein, ich habe den Kopf verloren. Oh. Willst du Schildkrötenkopf? Schade, dass man den immer in der Hand hält, oder? Ja, das ist schade. Oh, du kannst nicht zufällig kommen, ne? Vielleicht doch, ja. Ich wollte Weil mich eigentlich setzen erstmal. das Fleisch hier kann ich nicht aufsammeln. Zwei Das ist Stück. schade. Und es ist zu schade, wenn es jetzt hier verrottet. Ja, ich guck mal. Also Vögel, glaube ich, habe ich irgendwie im Inventar. Ich muss mal gucken, ob das gut ist, das Fleisch. Ich komme gleich. Warte, ich komme auch eben angerannt. Da haben wir rohes, kleines Fleisch. Frisch, frisch, frisch. Dann hau mal zwei ins Feuer. Oh, Koffer. Oh gut, wenn du Medikamente findest, das wäre prima. Ja. So, Ich habe Fleisch brennt. Medikamente gefunden. Ah ja, ich sehe schon, wo du läufst. Dann komme ich dir entgegen und du sagst, da hinten liegt irgendwo noch Fleisch rum. Ja, ich zeig's dir gleich, da beim großen komischen Baumstamm da. Aha. Warte ich. Okay, hier, ich sehe auch noch ganz viele Schildkrötenkoffer. Vielleicht finde ich auch so. Oh, hier ist ein Snack drin schon mal. Oh, endlich, Medikamente. Habe ich die gleich genommen? Hat sich so angehört erstmal. Ich habe nicht gehört, dass ich die rausgenommen hätte. Aha. Das ist schön. So viel Stoff. Da können wir viele Seile draus machen. Ja. Ich habe Fleisch, Echsenfleisch. Okay, hier ist noch viel Sch eins, zwei, drei Schildkrötenfleisch. Und ein Panzer, wie ich sehe. Noch einer fliegt hier. Da ist noch einer, aber den können wir ja nicht mitnehmen. Hast du alle Oh. drei Fleisch genommen? Ich glaube drei, ja. Gut, den Panzer können wir uns ja nachher noch holen. Ja, wenn er liegen bleibt, dann ja. Ja, ich denke, die bleiben liegen. Hast du eine Zwille schon? Ja, hatte ich doch schon am Anfang angebaut. Ich weiß nur nicht, wie. Ich wollte einen Pfeil und Bogen machen. Brauchst du ein Medikament? Ich habe gerade was gefunden. Ich denke, dass wenn wir am Lager sind, dann kann ich das nehmen. Und das sollte klappen. So, ich glaube, bei mir in den Folgen, meine ich, da habe ich da noch ein bisschen was anderes gebaut. Irgendwie habe ich fest. Och, die sind ja immer am Lager. Hey! Komm, wir hauen hier ab. Komm, wir rennen weg. Rennst du? Ich kann nicht rennen. Warum? Ich habe keine Energie. Oh nein. Wo bist du? Richtung Strand rückwärts renne ich. Oh gut. Ich sehe dich nicht. Ach da. Ich glaube, das Lager müssen wir aufgeben. Ja, denke ich auch. Mist, so viel Arbeit für nix. Ja, und das schöne Fleisch war da noch drin. Ich habe mein Fleisch noch. Warum rennst du nicht? Ach so, du kannst nicht rennen. Okay, ich muss meinen letzten Snack Es nehmen. ist ein bisschen Gollum-artig, was hier rumhoppelt. So. Ja. Vielleicht gehen wir ins Wasser erstmal. Ja, wir gehen ins Wasser. Lass uns ins Wasser Oh. gehen. Die haben mich ganz schön erwischt jetzt. Und mich auch, ich liege am Boden.
Jetzt werden wir in die Höhle geschleppt. Ne, ich bin im Wasser. Aha. Wie? Ich kann nicht schwimmen. Aha, ja. Aber ich lieg auf dem Boden. Vielleicht schleppen sie mich gleich doch in die Höhle. Meine Gesundheit ist niedrig. Ja, ich wollte gerade Medizin nehmen. Aber das ist auch ein bisschen unglücklich, oder? Mit dem Menü. Jetzt ist das Menü in Schuld. Nur weil ich das nicht kann. Ja, das I muss ich auf der Tastatur erstmal treffen, um das aufzumachen, um an die Medikamente zu kommen. Also schwimmen können die nicht. Okay, ich muss ein Medikament nehmen. Ich bin ziemlich am Ende. Schwimm nur nicht zu weit raus. Vielleicht gibt es Piranhas oder so etwas. Salzwasser-Piranhas. Ja, also so langsam sterbe ich. Jetzt geht's langsam. Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels. Und ich bin hier leider beschäftigt. Hauptsache, du bist in Sicherheit. Es sei denn, wenn du die Möglichkeit, ja, schlafen könnten wir jetzt gut. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, vorbeizukommen, dann wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Wenn nicht, dann bleib lieber in Sicherheit, falls es nicht geht. Ich bin sowieso. Nee, dann bleib in Sicherheit lieber. Wenn einer überlebt, das ist schon gut. Du kannst dann meine Legende weitertragen. Die hauen aber auch nicht ab. Doch, jetzt langsam hauen sie ab. Nein, sie kommt wieder zurück. Das ist zu auffällig, was wir da bauen. Und noch. Ich glaube, wir sind zu nah an deren Sachen dran. Ja. Noch geht's, aber nein, gleich ist Ende. Jetzt, also und tschüss. Richie. Ah, ich werde gefressen. Nein. Okay. Aber ich habe vier Tage überlebt, dank dir. Oh, ich bin im Flugzeug wieder zu mir gekommen. Wie, jetzt sind aber nicht alle meine Sachen weg, oder? Alle meine Sachen sind weg. Oh, kannst du da mal gucken? Ja, ich glaube, den Ort findet man jetzt gar nicht mehr. Oh je, und ich bin hier einsam. Wie geht denn das? Dann stößt du wieder zu mir, oder wie? Naja, es ist Nacht, ich bin am Flugzeug, ich bin am Hungern und... Oh. So, ich habe Feuer gemacht, Fackel. Oh je. Am Flug... Ich dachte, die schleppen eine in die Höhle. Das ist ja nicht so schlimm, habe ich festgestellt, wenn die eine in die Höhle schleppen. Ab und zu, also einmal schleppen sie bei mir, ist mir aufgefallen. Ach doch, da sind. Du bist tot? Nee, ich bin tot. Ja, du bist tot. Ich lauf noch hier rum. In der Nacht. Ich sehe nämlich meinen Totenkopf. Siehst du den auch? Ich sehe keinen Totenkopf mehr. Von mir. Nee, ich sehe deinen Namen. Oh nee. Ich wäre ja gern gekommen, aber. Ich werde hier jetzt eins nicht tun. Ich werde hier nachts mit Sicherheit nicht anfangen, irgendwas hier zu sammeln. Ich komme einfach. Vielleicht kann ich die Sachen hier noch einsammeln. Boah, ich esse auch nachts nicht. Hier ist der See. Ich sehe überhaupt nichts, aber ich laufe. Ich renne. Vielleicht kann ich meine Sachen doch noch einsammeln. Du kommst da nicht. Ich komme nicht mal in unser Lager. Die sind hier. Ja, dann haben wir da zu nah dran gebaut. Die mögen das nicht. Ich erfriere. Okay. Auch gut. Dann renn schnell. Warum ist das denn so kalt hier? Hör doch auf! Ich tu dir doch auch nichts. Der haut auf mein Feuerdingen. Nanu? Ach, ich bin am Lager. Ja, und ich bin hier unten. Siehst du einen Feuertanz? Ja, ich sehe da so ein Feuer. Was hast denn du da? Eine Fackel in der Hand? Ja, ist die schön warm? Mir ist total kalt. Ich erfriere gerade. Und ich lieg gleich schon wieder. Mir ist alles egal. Ach, hör doch auf. Geh nach Hause, Mensch. Mir ist alles egal. Ich muss erstmal. Na, ich weiß nicht. Kannst du denn hauen? Das sind meine Sachen.
2 an meiner Waffe. Alles ist gut. Ich habe meine Sachen wieder. Ich freue mich. Alles ist gut. Ich dachte schon, die Sachen wären weg. Gut, die kann man, also wenn man stirbt, kann man die Sachen wieder einsammeln. Ich wäre aber ganz gerne in die Höhle geschleppt worden, wenn ich schon sterbe beim ersten Mal. Also das ist bei mir in den Folgen so. Beim ersten Mal wird man in die Höhle gesteckt zum Abhängen. Und dann beim zweiten Mal wird man gefressen. Also so zumindest ist das Gefühl. Junge, hör auf! Der verbrüllt mein... Oh, jetzt hast du es aber wild gemacht. Ja, ich lieg am Boden, aber das macht nichts. Hab ich dir helfen können? Okay, wo bist du? Am Boden. Hab ich dich getroffen gerade? Ich sollte in der Dunkelheit nicht einfach so auf irgendwas hauen, was da. Aber ich habe gesehen, der hat dich angegriffen und da dachte ich mir nicht stark. Zwei greifen mich. Ach, immer noch. Ja, und ja. Ich bin wieder am Sterben. Wir sind gar nicht so weit weg vom Flugzeug hier. Mir ist so kalt. Ja. Wir müssen uns ein anderes Lager suchen. Ja. Ich lasse mich auch sterben, oder? Oh, ich weiß nicht. Wenn du könntest, wäre es gut, wenn du mich retten könntest. Wenn du dann kommst. Hier zugange, du mich anspringen. Das ist aber gediegen. Ja, dann war der Platz hier doch. Zwischendurch schlagen sie sich gegenseitig. Also, okay. Warte, ich komme in deine Richtung. Ja, ich bin gerade etwas in den See gelaufen vom Flugzeug aus und da war wohl, ja, das war wohl etwas kalt. Jetzt bin ich ziemlich erfahren. Wo bist du? Ach, hier stehst du, okay. Ja, Energie ist ein bisschen down, aber sonst geht's eigentlich. Ach, du hast ja Feuer. So. Und ich habe mir überlegt, wie ich das bei mir gemacht habe. Ich habe bei mir so viele Lager ringsrum aufgestellt. Steinlager, Holzlager. Und ich glaube, das machen die auch nicht kaputt. Hey, immer auf mich. Ich lieg gleich wieder. Ich bin schon... Ja, ich lieg schon wieder. Was ist das denn? Ich habe gar nicht gesehen, dass da einer kommt jetzt. Warte. Also ich glaube, du bekommst einen Bonus, wenn du mich 10-mal rettest und belebst. Dann gibt es irgendwas, einen Pokal oder so. Und ich lieg schon wieder. Und ich habe jetzt auch einen abgekriegt hier. Nee, du liegst nicht. Nee, ich lauf noch, ja. Aber ich bin fast down. Ja, ich würde ganz gerne mal an mein Inventar, aber ich traue mich gar nicht so weit zu greifen. Ich hab Hunger gleich. Ah, ich bin nur so gesundheitstechnisch am Ende. Und ich bin echt jetzt... Ja, ich bin schon wieder am Boden. Womit habe ich ihn denn jetzt geschlagen? Ich hatte doch überhaupt nichts in der Hand, glaube ich. Warum? Die gehen jetzt genau auf mich immer. Also wenn du gerade, du stehst ja gerade daneben, wenn du nochmal könntest. Ja, bleib nicht bei mir. Ich glaube, weil... Und? Wieder. Kaum. Ach, ich habe gar keine Axt in der Hand. Er hat seinen Zahn verloren. Nimm den Zahn. Oder ich lieg schon wieder. Okay. Ich habe ihm einen Zahn rausgehauen. Also wenn du gerade nichts anderes zu tun hast. Ich lege schon. Ich komme. Ja, die hassen mich jetzt. Ich die hassen mich aber richtig. Ja, ich habe den Zahn. Naja, den müssen wir finden, den Zahn. Hör doch auf jetzt. Nein, wir müssen hier weg. Das bringt nichts, wir werden laufend angegriffen. Ja. Lass mich meinen Kumpel retten. Hau ab. Oh, danke schön. Oh, ich bin schon... Nimm was jetzt in die echt? Hand. Bitte? Du bist schon wieder da? Ja, ja. Oh, ich stand gar nicht. Ich stand doch gar nicht richtig. Ach, wie gerne hätte ich den Zahn. Oh, danke schön. Jetzt aber was. Ja, was soll denn das hier jetzt? Ich lieg schon wieder. Nein. Ja.
Ich mag den Boden. Oh, jetzt hat er mir aber richtig eingehauen. Okay, diesmal stehe ich. Und ich bleibe auch stehen, aber ich erfriere gleich. Du hast ja wenigstens ein Feuer. Feuerzeug. Ja, das ist aber auch warm vielleicht. Warum laufen wir eigentlich zum Lager? Da haben wir nichts mehr verloren. Ein Zahn verloren. Aufheben. Ich hab einen Zahn. Noch ein Zahn. Wo ist er? Ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn. Das war der Aggressive, so. Hast du ihn aufgehoben? Oh je, da. Komm, komm zum Strand, zum Strand, zum Strand. Aua. Ja, rennst du? Ich habe den Zahn rückwärts. Nicht. Ich weiß nicht, wohin ich renne. Ich habe den Zahn nicht. Schade. Oh, hoppla. Ich bin vor dich gelaufen. Aber wir sollten rennen. Egal, wegrennen. Hier. Ich erfriere sowieso zwischendurch. Ist dir kalt? Ist dir kalt? Nein. Geh nicht ins. Geh nachts nicht ins Wasser. Ich glaube, das ist sehr kalt nachts. Wenn dir nicht kalt ist, ist gut. Lass uns wegrennen einfach. Ich bin gleich tot. Gleich darfst du mich retten. Von wegen. Ich habe ihr einen Zahn rausgehauen. Sie lacht dann noch darüber. Freut sich. Lass uns wegrennen schnell. So. Aber wohin? Naja, einfach weg. Okay. Komm. Mann, wir haben so viel. Oh. Ich bin blutüberströmt. Wasch dich, um eine Infektion zu vermeiden. Bist du tot? Ich bin tot. Drück A zum Neustarten. Nein, oder? Nein, 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 nein. Ich bin schon da. Warum? Woran bist du gestorben? Der hat mich niedergemacht. Okay, ich bin auch tot. Die hassen mich. Ich kann nichts mehr machen. Vielleicht werden wir jetzt in die Höhle geschleppt, ja. Ja, wir können ja nichts machen. Du bist tot? Ja, ja. Ich lieg direkt neben dir, auf dir wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich. Okay. Ja. E drücken. Aber wir sind sowieso am Ende der Folge, sehe ich gerade. Ja. Ja, das war ja eine nicht ganz so arbeitsreiche Folge, aber dafür haben wir gekämpft wie die Löwen. Dann sehen wir in der nächsten Folge vielleicht, wie es weitergeht, was passiert, wenn wir jetzt E drücken, beziehungsweise A drücken, bei dir, Sarah. Bei mir A, dann, genau. Ja, dann bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Ich verabschiede mich auch und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios. Tschüss.